Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen zurück bei Twilight. Oh, ey, ich bin... Hole in one! Yeah! Nein! Ich finde die Musik ja sehr beruhigend. Ja, Lukas, wir wollen mal ein bisschen Spannung hier in die Folge reinbringen. Wie fandest du denn das Kanzlerduell gestern Abend im Fernsehen? Ja, gut. Hole in one übrigens. Gut, ist übertrieben. Also, es war ein bisschen einschläfernd, ja, teilweise. Ich fand das letztjährige Kanzlerduell meinerseits deutlich besser, fand ich. Also, ich Ich fand das nicht meinerseits deutlich besser, weil das könnte auch bedeuten, ich fand das Kanzlerduell meinerseits, also als wäre ich mit dabei gewesen. War ich nicht. Noch nicht. Ich fand es letztes Jahr besser, weil die Kanten klarer, letztes Jahr vor allem, letztes Mal, letztes Mal deutlich besser, weil die Kanten klarer waren. Und auch Per Steinbrück hat die Kanzlerin dadurch ausgestochen, dass seine Antwort deutlich prägnanter, präziser, kürzer formuliert und trotzdem genauso inhaltlich. Fakt schwarz. Oh nein! Oh nein! Ja, ach, also, komm schon! Fickt euch, ganz ehrlich. Am Muff am Start jetzt. Du kannst aber wieder rausspringen, das wisst ihr. Nee, ich wurde ja zurückgesetzt. Ich auch. Wie fandest du denn den Auftritt von Klaus Strunz? Bedenklich. Ich finde, was der macht, ist echt eine Schande für ProSiebenSat.1. Was erlauben Strunz? Zumal er sich immer... Der tritt ja öfter mal im Sat.1 Frühstücksfernsehen auf. Das stimmt. Und da stellt er sich ja immer irgendwie als Politikexperte dar oder sowas. Der macht das doch nur, weil er der Chef ist. Ja, natürlich macht er das. Sonst hätte der doch den Posten da gar nicht bekommen, seine Meinung kundzutun. Ich fand das aber auch lustig, wie er mindestens zwei falsche Fakten genannt hat. Alternative Facts. Alter. Ja. Einmal die Sache mit dem falschen Schulz-Zitat. Das war aber, das muss ich sagen, das hat Schulz ganz souverän gemeistert. Und dann war ja noch das mit den über 200.000 ausreisepflichtigen Ausländern. Das fand ich dann aber von Angela Merkel gut, dass sie das erstmal klargestellt hat. Das stimmt zwar, aber über 100.000 von denen sind halt auch geduldet. Das heißt, seine dumme Argumentation mit 200.000 Leute müssen hier raus, der hat ja richtig gefragt, wann gehen die oder sowas, so richtig provokant. Ja, das ist ja, ja Klaus Strunz Strategie. Der Mann ist echt komisch. Eine Zumutung. Wo ist denn hier der Loch, Mann? Ja, guck mal, wo ich hier rumtümpele. Ach, da hinten ist es. Alter, das kann mich aber Arne feuert. Mo. Oh. Jawohl. Ja, Klaus Strunz ist so eine... Oh Gott. So eine Kategorie für sich. Hä? Ach, das ist gar nicht auf der Seite. Ich dachte, man könnte hier reinfliegen. Shit. Und dann muss ich aber auch sagen, das wurde im Nachhinein oftmals bemängelt, dass die Moderatoren eine Diskussion zwischen Merkel und Schulz ganz oft abgebrochen haben. Es gab ja, das zum Beispiel eine Stelle, wo Martin Schulz gesagt hat, darf ich Frau Merkel mal eine Frage stellen? Und dann so, nein! Hat er ja trotzdem, glaube ich, gemacht. Ja. Aber ich meine, sollte es nicht irgendwie Sinn der Sache sein, dass die beiden diskutieren oder so und nicht,
nur dumme Fragen beantworten, wie waren sie in der Kirche und halten sie es für gut, dass die nächste WM in Katar stattfindet? Das war so ein typischer Strunz. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Moderatoren fand ich etwas bedauerlich, um ehrlich zu sein. Das waren alles schlechte Fragen, das war schlecht organisiert und man hat keinen direkten, gar keine direkte, wie du schon sagtest, Diskussion zugelassen. Nein, bin ich blöd. Hä, wo fahre ich denn hin? Nein! Ach, shit. Ah, ich habe noch eine Chance. Oh Gott, ich bin drunter durchgefahren. Power! Ey, warum fahre ich denn da drunter durch? Na, du musst, kannst ja vorher abspringen. Jetzt... Ach, da bist du schon auf der Rampe gewesen. Oh Gott. Ja, aber über Klaus Strunz brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht lang unterhalten. Dieser Mann ist schädlich für das deutsche Fernsehen. Schädlich für die deutsche Kultur des Streits und einfach schädlich für die deutsche Kultur, Punkt. Parasit. Ja, das stimmt. Möchten Sie jetzt sagen, Klaus Strunz ist ein Parasit? Ja, das möchte ich. Und nur weil er hier der Chef im Ring bei ProSiebenSat.1 ist, kann man sich ja, nicht alles... Ja, der ist, glaube ich, gar nicht der Chef. Der ist nur irgendwie so ein Unterposten, der beim Sat.1-Fernsehen... beim Sat.1 Frühstücksfernsehen bestimmen darf, wer da zu Gast kommt oder irgendwie sowas. Nee, er ist schon Chef. Er ist wirklich... Ach, ich glaube aber nicht, dass der also oberste er ist Chef nicht, ist, nein, oder? Er ist nicht oberster Chef bei ProSiebenSat.1. Ich glaube, der hat auch irgendwas irgendwie... Weiß nicht, warte, ich guck mal schnell nach. Der war mal Chefredakteur bei der Welt am Sonntag, wenn das ich mich nicht irre. Welt am Sonntag. Wieso denn Welt am Sonntag? Oder hast du gesagt Bild am Sonntag? Ich habe gesagt Bild am Sonntag, ja. Und ich glaube auch, das stimmt. Klaus Strunz ist ein deutscher Journalist. Kurzer Moment, achso. Läben. Geschäftsführer der Matz and More. Die das komische Frühstücksfernsehen machen. Also ist er nur Geschäftsführer von so einer Produktionsagentur oder wie? Er ist seit 2005 mit Anne Meyer Minnemann verheiratet. Das ist ein cooler Name. Hey, was ist denn das jetzt? Oh! Vor allem stark ich in dem Fass, in dem Fass fest. Fast. Ja, da war eigentlich so ein Loch im Boden. Alter. Nee. Nee. Jawohl. ProSiebenSat.1 Media Group. Was soll das überhaupt bedeuten? Was erlauben Strunz? Das hat, das, doch mal, nein, das hat doch mal hier Dings gesagt.
Also hier steht, er hätte eine Sendung moderiert, die so hieß. Ja, aber das hat man, das hat man hier, wie heißt der? Giovanni Bums. Igel. Ach, das hat er zu dem gesagt, oder was? Nein. Auf einer Presse, auf einer Pressekonferenz. Ja, aber was soll denn das bedeuten? Ja, das weiß halt keiner. Das ist es ja so ein Zitat. Was hier, ja, wie heißt denn der? Der hier, der Bayern-Trainer war, der mal so einen legendären Ausraster hatte. Dieser Italiener. Weißt du wer? Ja, ich weiß wer, ich weiß trotzdem nicht mehr, wie er heißt. Ne, hier, der Italiener halt. Kurzen Moment. Giovanni Zarella, ne? Nein. Was erlauben Strunt? Wer hat denn das gesagt, Mann? Warte, ich glaube, ich weiß. Trapattoni. Ja, mir lag's auf der Zunge. Ich wollte nur noch gucken, ob der das wirklich war. Ja, und was bedeutet jetzt im Trapattonischen Sprachgebrauch Strunz? Ich habe keine Ahnung. Ja, er Strunz war, glaube ich, Spieler oder so. Bist du schon drinne? Achso, nee. Alter. Oh, ich bin drin. Ich bin nicht drin. Double Burger. Immer diese Salz. Kann hier. Hä? Alter. Hier komm, fahrt mich raus. Na immerhin. Glatt mit 90 abgeschlossen, ist einfach. Warten Sie, wir gucken. Der ungeschlagene Basketballmeister heißt Mr. Blackpack. Was guckst du denn jetzt noch? Ja, Mehmet Basler. Dieses kurzen Moment. Meister. Einen Moment bitte. Strunz, 2 Jahre hier. Hat gespielt, 10 Spiele, ist immer verletzt. Was erlauben Strunz? Das hat er gesagt. Damit aber was meine hat das jetzt mit der dummen Sendung zu tun? Das weiß keiner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.